So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, es ist wieder eine neue Aufnahmesession. Ich hatte in letzter Zeit wenig Zeit, ehrlich gesagt, zum Aufnehmen. Dementsprechend ist auch das, sind die Folgen ein bisschen ausgelaufen, das Let's Play ist ausgelaufen. Und dementsprechend muss ich mal eben ein bisschen nachlegen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir hier zu tun hatten, aber wir wollten, glaube ich, zu dem gelben Punkt, ne? Wir hatten... Nein, stimmt, wir hatten uns hier den Schrein geholt und wollten jetzt über die Module mit Impa sprechen. Genau, das war das, was wir machen wollten. So, dann wollen wir mal direkt zu Impa. Ich weiß nicht mehr, wie ich... Oh Gott, ist das alles... Ach so, war das, alles klar. So. Dann wollen wir da mal rein. Hallo, Impa! Und Dach. Aha. Ich habe gehört, Pura hat dich für ihre Arbeit eingespannt. Aber du scheinst es ja gut überstanden zu haben. Zeldas Vermächtnis geschafft. Ja, sehr schön. Hm. Zeig mal her. Fotos. Diese Fotos hat ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Okay. Punkt, 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 Punkt. Wenn du Orte auf diesen Fotos aufsuchst, kannst du vielleicht dein Gedächtnis zurückgewinnen. Wenn du einen der Orte von den Fotos finden solltest, komm doch einmal zu mir. Ich habe etwas, das ich dir dann geben möchte. Okay, also kriegen wir was, von, wenn wir die Orte der Fotos finden. Das heißt, wir sollten uns die Fotos vielleicht mal ganz kurz angucken. Die müssten ja hier in dem Modul sein Album, genau. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Platz in einem Wald. Könnte so ein, ich weiß nicht, könnte so ein Brunnenplatz sein oder sowas. Vor dem Schloss. Das heißt, ein Wald vor dem Schloss. Okay. Hier haben wir einen kleinen Berg vor einem See. Und da hinten ist der Zwillingsberg. Okay, könnte aber auch ein Fluss sein. Und da ist eine kleine Ruine auf der... Ich weiß nicht, ist das eine Insel oder das andere Ufer? Naja, gut. So, da oben fliegt irgendwas im Himmel. Das wird wohl einer dieser komischen Titanen sein. Dann haben wir hier Ruinen bei diesen Titanen. Okay. Das sieht nach einer Oase in der Wüste aus. Ja. Mit einer sehr seltsamen Felsformation. Dass der Fels nicht umfällt. Naja, gut. Oh Gott. Da haben wir eine Quelle und einen Fluss. Da sehen wir das Schloss. Ein so ziemlich Berg im Hintergrund. Okay. Wieder das Schloss und ein dicker Baum auf einer Blumenwiese. Ey, diese Orte werde ich niemals finden. Beziehungsweise, wenn ich die Orte finde, habe ich es wieder vergessen. Eine alte, halb zerstörte Brücke, dahinter ein Felsmassiv und Statuen unter einem kleinen Felsen vor einem Baum. Okay, das werde ich mir niemals merken können. Das sieht aus wie so eine Wallanlage, so eine Burganlage. Eine Götterstatue in einem kleinen See. Ja, alles klar. Warte mal, da sind Wasserfälle in der Wand. Okay, das heißt, ich muss eine Quelle suchen mit Wasserfällen. Gut. Eine Pferdestatue. Sehr generisch, keine Ahnung. Ja, gut, keine Ahnung. Ein Wald. Und die komische, verrückte Tutsche da aus dem Athen-Institut. Ja, das wollen wir alles löschen. Ja gut, dann wissen wir Bescheid, aber ich habe hier noch eine Quest. Wieso habe ich denn hier noch eine Quest? Achso, die Quest will ich ja hier nicht verfolgen. Ich will ja die vier Titanen machen. So, und da haben wir jetzt ja die Map. Wir haben vier Titanen. Wir haben hier einen, dort einen, da einen und da einen. Mit welchem wollen wir denn mal anfangen? Ich würde tatsächlich sagen, wir sind ja gerade hier, dass wir dann mit diesem Titanen anfangen.
Ja, weil er einfach der nächste dran ist. Das ist ja der Taroni-Stein, da waren wir gerade. Das heißt, wir müssen hier irgendwo dann erstmal den... Ach du Scheiße, das ist ein riesiges Gebiet. Halleluja. Und hier unten geht das ja auch nochmal weiter. Ach, du ahnst es nicht. Wir werden hier erstmal Richtung Norden gehen und dann suchen wir uns hier erstmal den Turm, damit wir die Karte freischalten können. Das heißt, wir gehen erstmal in diese Richtung. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich nicht mehr springen und den... Wieso... Achso, das ist falscher Knopf. Okay, deswegen. Kann Gundula uns hören? Gundula hat dich wohl nicht gehört. Ja gut, dann müssen wir laufen. Wer bist du? Okay. Schneller. Jo, alles klar. Rosti. Achso, den habe ich ja weggeworfen. Stimmt. Ja, dann gehen wir hier einfach mal lang. Oh, guck mal, warte mal. Wir haben hier einen Baum. Und wir sehen das Schloss. Ist das hier vielleicht eins der Fotos? Dicker Baum vom Schloss? Dicker Baum vom Schloss? Nein. Der ist es auch nicht, ne? Nee. Nee. Alles klar. Gut, aber man kann es ja mal probieren. Laufe ich gerade so falsch? Warte mal. Ich muss ja... Nein, will ich nicht. Ich muss ja da lang. Dann geht's hier erstmal ab. Und da hinten ist auch der Turm, wo ich hin will. Aber dort ist erstmal ein Schrein, den wir uns holen werden. Weil, wenn wir den schon mal direkt sehen, dann holen wir uns den auch. Ich höre hier doch was. Oh. Ich habe dich doch genau gesehen. Da war eine Fee. Ich höre hier doch immer noch was. Bin ich jetzt blöd? Oh, hier ist eine Truhe. Okay, warte mal. Hallo, Truhe. Soldatenschwert. 14 Schaden. Das ist schon ganz ordentlich. Die nehmen wir mit. Joa. Aber was habe ich denn hier gehört? Oder was höre ich hier immer noch? Ich war schon wieder zu langsam. Aha. Das war ein Krog. Ich dachte, das wäre eine Fee. Weißt du, so eine, die einen heilt. Aber das war dann ein Krog. Aber ich habe doch gesagt, ich habe was gehört. Ganz bekloppt bin ich ja also dann doch nicht. Gut. Gut, da vorne den Schrein werden wir uns holen. Da ist der Turm, da ist noch ein anderer Turm, da ist noch ein Turm. Ich sehe hier gerade drei Türme in einem Bild. Halleluja, okay. Hallo, Ex-Mann? Hallo, zwei Ex-Männer? Okay, tschüss. Gundula hat mich nicht gehört. Ein Ex-Alfros. Ach Gott, wie hieß... Gab's die damals auch schon? Weiß nicht, die sagen mir jetzt gerade nichts. Der Sporn vom Ellbogen eines Ex-Alphos kann zusammen mit Insekten zur Medizin verarbeitet werden. Er soll auch noch weitere Verwendungsmöglichkeiten haben. Sehr schön. Ein Ex-Alphos-Horn. Gut. Guck mal, da friere ich dich mal ein. Zack. Oh, One-Hit. Datakusu-Schrein, okay. Eine Exalanze, 7 Schaden. Da ist noch so ein Ex-Alphos. Aber wir nehmen erstmal den Schrein mit. Ja, das sieht hier alles sehr sumpfig aus. Deswegen wundert es mich nicht, dass hier diese Echsen rumeiern. Ja, wenn man sich jetzt mal guckt, so ein, wie sagt schon, wie heißen die jetzt? So ein Molch oder so. Die sind ja auch eher in sumpfigen Gegenden.
Gut. Dann nutze ich die Ladepause mal ganz kurz, um was zu trinken. Zielen, okay. Wo immer schön die Stimme hydriert lassen. Das ist gut. Ja, was haben wir hier? Wir haben versunkene Rettung. Datakuhusu-Schrein. Okay, okay, okay. Ich habe hier eine Metallkugel. Oh je. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Hat das funktioniert? Scheinbar ja. Gut, die Frage ist, brauche ich die anderen jetzt noch oder? Ich glaube erstmal nicht. Erstmal darüber rennen. Aha, okay, warte mal, vielleicht brauche ich den doch. So, komm mal her. Vielleicht kann ich damit den Knopf drücken da unten. Sah zumindest aus, als wenn man das müsste. Nee, kann ich nicht, aber... So. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht, tatsächlich. Und wie soll ich da jetzt reinkommen? Hä? Wie soll das denn gehen? Hä? Wie? Hä? Moment, okay, wir haben da unten haben wir diesen Knopf. So, den Knopf muss ich garantiert irgendwie betätigen, aber wie? Ich probiere das jetzt nochmal. Aha. Drauffallen lassen. Alles klar, hab verstanden. Moment, also, ich nehme mir hier so ein Bällchen. Lege es da oben drauf ab. Also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt lacht oder so, ja, würde ich vielleicht auch, aber das ist wirklich schwer. So. Och nö. Warte, so, und nach vorne und hoch, ja, das war zu schnell wieder, zu schnell bewegt. So, jetzt hoch. Und ganz vorsichtig und langsam. So, und dann jetzt fallen lassen. Nicht getroffen. Okay. Dann machen wir das Ganze nochmal. So, das Licht ist da jetzt direkt drüber. So, jetzt aber. Ja, spring nochmal hoch, genau. Drecksack. Aha, und das Wasser fließt ab. Alles klar. Das heißt, ich nehme den wieder mit wahrscheinlich.
Ja, passt da irgendwie durch. Genau, das geht. Und dann sind wir jetzt eigentlich hier sogar durch. Okay, alles klar. Aber ich habe ihn damit durchgequetscht. Einfach aus Prinzip. Ist hier noch irgendwo eine Truhe versteckt oder so? Ne, ich habe keine gesehen. Naja, gut, okay. Dann gibt es halt keine Truhe. Aber soll mich jetzt nicht ärgern. So, schön skippen. Ja, skip, 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 skip. Skip, 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 skip. Ich krieg durch diesen Ton von den Schreien, kriege ich immer Copyright Claims auf den Videos. Ich meine, ich kann ja eh keine Werbung schalten, weil ich noch viel zu klein bin, aber trotzdem, immer Copyright Claims drauf. Das heißt, wenn Werbung tatsächlich auf diesen Videos sein sollte, liegt es nicht an mir, möchte ich mal ganz kurz betonen. Das liegt dann an Nintendo. Die Säcke, die das Copyright claimen haben. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ah, gut zu wissen. Tiere und Pflanzen gibt es ein paar, die sich nur bei regnerischem Wetter zeigen. Das heißt, wir dürfen quasi die ganze Map bei verschiedenen Wetterlagen durchsuchen. Da ist wieder ein Schrein. Dann bewegen wir uns da auch mal direkt hin. So, du gehst mal wieder schön dich hinlegen. Oh, was hat der denn gehabt? Ein Exile-Bumerang. Oh, cool. Aber Waffentasche ist voll. So, Wasser haben wir ja gelernt. Immer gucken, ob hier was Magnetisches ist, was wir da rausziehen können. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber anscheinend hier nicht. Da ist wieder so ein komischer Geist. Da hatten wir doch schon einen von. Koponga Dorfruin. Und tschüss. Na komm. Ein Elektrostab. Aha. Alter, den will ich aber haben. Vor allem, weil unser Feuerstab ja kaputt ist. Den hatten wir ja auch. Kann ich damit jetzt? Ja, Elektrobällchen durch die Gegend schießen. Schön. So, wir haben hier Dorfruinen. Hier sollten wir auf jeden Fall mal nach Schätzen gucken. Da ist zum Beispiel schon mal direkt eine Truhe. Sehr schön. Hat das Näschen wieder richtig gejuckt. Oh, violetter Rubin. Da nehmen wir mit. Da freue ich mich drüber. Klettern wollte ich nicht, aber hier ist was. Was ist das? Ein verrostetes Schwert. Naja. Was haben wir hier noch? Rostiger Zweihänder. Hier ist noch ein kleines Häuschen. Hier ist nix. Aber hier ist ja noch mehr. Da ist der Schrein, wo ich hin will. Und was bist du? Du bist ein Stier. Naja, gut, okay. Sonst ist hier doch nichts. Okay, ich hätte gedacht, dass hier vielleicht mehr ist. Im Brunnen, jetzt kommt's. Naja, gut. Ist hier irgendwas Magnetisches? Scheinbar nicht. Dann bewegen wir uns jetzt zum Schrein hin und holen uns den nächsten Schrein. Wie gesagt, wenn wir die hier schon direkt vor der Flinte haben, dann wäre es doof, die nicht mitzumachen. Und dann gehen wir vom Schrein direkt rüber zum Turm. Das passt auch ganz gut. Oh, hallo. Ja, die Fischreiher werden jetzt hier ein bisschen aufgeschreckt, aber hey. Ich muss hier schließlich lang. Da ist wieder so ein Exal. Aber der sieht uns nicht, oder? Hat er sich gerade getarnt? Ist das so eine Art Chamäleon? Habe ich das gerade richtig gesehen? Leg die nochmal hin. Genau. Jo, die tarnen sich. Alles klar, da muss ich vorsichtig sein. Das könnte gefährlich werden sonst auf Dauer. Ach, hier ist nämlich auch schon wieder einer. Dö, 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 dö.
So, der sagt gute Nacht. Das passt dann wieder. Ich weiß gar nicht, habe ich die Ausdauerstrecke gerade erwischt oder nicht? Ich habe es gerade nicht ganz genau gesehen, aber ich habe gesehen, dass da eine war.